Ich denke, das geht absolut in die richtige Richtung, ja. Ich glaube, es fängt immer an, dass man sagt, warum sollten wir es nachhaltig machen? Und dann, wenn man sich dann umschaut, gebe ich dir absolut recht, geht es immer in dieselbe Richtung, warum machen wir es eigentlich nicht? Oder beziehungsweise, wie sind wir überhaupt hier gelandet, ja, am Ende des Tages? Und für uns als Muslime stellt sich natürlich auch immer die Kernfrage, wie kombiniere ich das mit Halal, also mit der Halal-Schlachtung? Ich meine, man kriegt in Deutschland kriegt man Biofleisch schon seit längerem, ja. Gar nicht so lange eigentlich. Also wirklich, das Biofleisch wurde erst also seit 5, 6 Jahren populär. Vorher war Biofleisch auch gar nicht so bekannt. Ja. Meinst du jetzt halal oder allgemein? Nein, allgemein auch. Das normale Biofleisch. Es gibt es theoretisch seit 20 Jahren, 30 Jahren. Ja. Es ist ja so, was bedeutet überhaupt Bio? Ja, ja. um die Frage, würdest du wahrscheinlich stellen, jedes Mal wegzunehmen. Das Wort Bio ist ein geschützter Begriff im Vergleich zu Halal. In Deutschland dürftest du offiziell in der Theorie Halal geschlachtetes Schweinefleisch verkaufen. Könntest du, weil der Begriff Halal nicht geschützt ist. Ja. So. Aber wenn du kein Pfeiler bist, könntest du kein Nicht-Biofleisch nicht als Biofleisch verkaufen, weil dieser Begriff geschützt und einer bestimmten Kontrolle europaweit unterlegt ist. Ja, das bedeutet, es gibt Kriterien, um ein Produkt als Bio zu deklarieren. Egal jetzt ob Fleisch oder was anderes, spielt keine Rolle. Ja, um diesen Begriff Bio zu nennen, musst du zu einer Dings gehören, in einer Kontrollmechanismus gehören. Sonst ist es verboten und du wirst dafür bestraft. Wohingegen, obwohl es eindeutig nicht erlaubt ist, dürftest du erlaubtes Schweinefleisch verkaufen. Ganz banal. Und was ist, ich meine, klar, es gibt diesen Halal-Begriff, der nicht geschützt ist. Was bedeutet denn für dich Halal? Halal bedeutet für mich zuallererst, unabhängig, was für mich bedeutet. Es ist ja, wir beziehen das Wort Halal leider immer nur auf Fleisch. Das ist so ein großes Manko unter uns Muslimen. Halal bedeutet nicht nur Halal Fleisch genießen. Halal bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erhabene uns erlaubt hat. Das bedeutet, alles, was Allah der Erhabene nicht verboten hat, also nicht haram ist, ist in der Theorie gleichzeitig auch halal. Also ist gleichzeitig erlaubt, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ohne jetzt thematisch das abzuarbeiten. Ganz banal betrachtet. Alles, was der Schöpfer nicht verboten hat, nicht verbietet, ist gleichzeitig erlaubt. Das bedeutet für mich an sich halal. Aber ich glaube, deine Frage war bezogen, was bedeutet für mich halal Fleisch, so wie ich dich jetzt Ja, wahrgenommen habe. nee, ich höre dir einfach zu. Ja, okay. Und wenn ich die Frage so stelle, was bedeutet Halal Fleisch für dich, ist für mich, das ist meine persönliche Meinung, die hat nur mich bezogen. Also ich bin kein Gelehrter, ich kann keine Fatwa ausgeben und so weiter. Das, was ich sage, betrifft nur mich persönlich, ganz wichtig. Ja? Also nicht, dass man mir jetzt sagt, ja, woher nimmst du diese Aussagen oder sonst noch was. Das, wie ich Halal Fleisch definiere, geht nur mich was an. Ja, wir wollen dir jetzt auch nichts sehen, wir Ja, wollen dir nicht in aber der falls Ecke das jetzt drängen. Nein, nein, irgendwo nein. in Es irgendjemand geht, in es die geht. Hände geht, oh, wie kann das sein? Wie kann er das Nein, nur nein, sagen? Wer bist du überhaupt? nein. Subhanallah. Nein. Wir Dieses. unterstellen dir hier gar Ja. nichts. Für mich bedeutet Halal Fleisch, was wir heutzutage genießen dürften oder dürfen, gleichzusetzen mit Biofleisch, sage ich dir ehrlich. Der Hintergrund ist, ich gucke nämlich, wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt und wie würde er heute leben? Ja, erstmal, hat er damals Fleisch gegessen? Ja, hat er. Was für ein Fleisch hat er gegessen? In was für einem Verhältnis hat er das Fleisch gegessen? Und da er mein größtes Vorbild ist, versuche ich auch nicht nur andere Sachen, ja, wie das Gebet und alle anderen islamischen und theologischen Punkte in meinem Leben zu übernehmen. Auch das gehört dazu. Und Das Beste, was wir der Erde vererben können, sind die Dinge, die gut für die Menschen sind. Mit diesen Gedanken haben wir Green Dot entwickelt. Was ist Green Dot? Lasst es uns gemeinsam anschauen. Green Dot zeigt dem Verbraucher, unter welchen Standards Fleisch produziert wird. Dazu gehört, von wem und auf welche Art und Weise geschlachtet wurde, wer der Großhändler ist, welche Fleischprodukte er nutzt und wie er diese lagert. Green Dot erhält diese Informationen aus erster Hand.
Wie funktioniert Green Dot? Beim Öffnen der App sieht man ein Startbildschirm, Hauptmenü. Im Hauptmenü seht ihr die Händler nach Entfernung sortiert. Beim Tippen auf einen dieser Händler seht ihr die Route und beim Tippen auf den Button rechts oben Infos zu den Produkten. Diese Informationen beinhalten eine schriftliche Bekanntmachung und den Lieferschein des Großhändlers. Zu den Infos gehören unter anderem die Fleischsorte, die Religion des Schlachtenden, ob die religiösen Rituale bei der Schlachtung eingehalten wurden, besondere Angaben zur Geflügelschlachtung und weitere wichtige Verbraucherinformationen. Auf der gleichen Seite findet sich ein Formular zur Angabe von Auffälligkeiten, die gemeldet werden können. Green Dot liefert wichtige Verbraucherinformationen und beantwortet nicht die Frage nach Halal oder Haram. Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten.